gekonnt. Dann wollen wir uns mal unseren Fähigkeitspunkt verdienen, indem wir diese den Teddybären bei dem kaputt machen. Fall, Teddy, Fall. Und weg ist er. Kann sich nicht gerade lang verwandeln, der Teddybär. Und schon wieder so ein Teddy. Gibt's doch nicht. Ein grüner Teddy. Den bekommt man mein Gift nicht. Haha. Wie ihr stummes Schwanz wedelt. Boah, das wollte ich gar nicht genau wissen. Leckerer Fisch. Ist auch wieder angegriffen. Hops, und weg sind wir. Dann wollen wir weiter unsere Wasserkills machen. Wie funktioniert das Kill eigentlich? Ach, ich bin nicht der Blocker. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, was muss ich hier machen? Bekämpft die Grawler. Das kriege ich hin. Runter, soll ich. Haha, er ist verblutet. Da ist bestimmt eine Höhle, wo ich rein muss. Komm. Da sind Dämonen, die ich gut machen muss. Ist das eine Kante? Ein sehr kantiger Norn. Zerstören. Mein Roundhouse Kick. Bam. Grawl Futtersack. Lauf! Lollip. Lollilp. Was heißt ein Lolli-LP? Weil das wäre echt ein schwacher Name. Vor allem Lolli ist ein sehr komischer Name. Nicht, dass ich diskriminierend sein möchte, aber Lolli? Naja. Strange, aber gut. Wer es braucht, will ich nicht urteilen. Ich habe ja auch einen sehr strange Namen. Aber er klingt, als wäre ich gebildet. Flupp. Fress meinen Staub. Rawr. Ich renne mit einem Sack voll. Alter, was ist da drin? Mit Futter. Mit einem Futtersack. Ach, ich klau die Speisekammer leer. Dies ist eine schlechte. Das reicht. Aha. Wir wollen das hier bestimmt. Ui, ich verbessere gerade mein Charisma. Hässlich. Dass die hier die Wände beschmutzen? Nee. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal so überhaupt nicht klar. Das ist ja voll unchillig und so. Hallo, du Grawl. Und nun zur Hauptattraktion. Hierher, Bestie. Was machen die da? Warum sind die so böse zu mir? Was ist das? Ja.
war mal wieder eine meiner intelligenteren Sachen, alles angreifen, was vor mich läuft. Ich hoffe mal, meine Lebensmittel machen lassen mit. Aber das sieht ja mal nicht schlecht aus. Ich scheint ja irgendwie. Oh. Mikro im Gesicht. Sehe ich nicht. Hör. Toll. Ey, ein Schwert! Komm. Ha! Neue Skills ausprobieren. Immer schön skillen. Bin so ein Killer. Was das denn? Alter, mal probieren jetzt aus. Ah, wie geil! Das ist ja mal nice. Haha. Dich ausgetrickst. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das im Kampf nutzen werde, aber. Das ist definitiv nicht uncool, wenngleich ich gerade wieder verreckt bin. War ja klar, dass ich wieder mal verrecke. Guck mal, ist auch jemand verreckt. Jetzt bin ich, wollte ich gerade dahin rennen und ihn retzen und da ist er schon wieder weg. Ich habe doch ein Skin für ein Schwert. So, wo ist er denn jetzt? Sehr schick. Sehr, sehr schick. Boah, ist das bonzig. Mann, bin ich am Leuchten. Ist das? Was kann das für eine Fähigkeit? Was kann die Fähigkeit? Streifender Schlag. Zwei Waffenkampf. Wow. Oh, wie geil. Oh, evil. Evil. Um die Initiative zu porten. Weicht aus und stecht auf eure Gegner ein. Zweiter Schlag, fügt Schaden zu. Hua, 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 hua. Ich bin so evil. Habe ich eine Pistole? Nein, ich habe keine Pistole, Menno. Ich will Pistole. Naja. Man hat keine Pistole für Papi. Was soll's für Onkel Dieb? Ja, wo wollen wir denn jetzt mal hingehen? Wir könnten nach da reden oder wir gehen nach da oder keine Ahnung, das ist groß hier. Erst wieder Dolche ausrichten, genau. Weil man Schwert jetzt weiternehmen kann ich glaube ich nicht. Nein. Ey, du Mongo du. Was willst du von mir? Willst du, dass ich sterbe? Ich meine, klar will er das, aber. Kann ja mal lieb nachfragen, ne? So macht man das. Oh, Growl-Bezwinger. 500 Growler getötet. Ich bin ja so ein Killer. Well done, my friend. Well done. Wollen wir mal in diese Richtung gehen? Und schauen, was uns hier erwartet. Wölfe. Au! Hier gab es ein Event, richtig. Aber da habe ich gerade keine Lust zu. D
da sind ein Sohn Svanias. Hallo, Sohn Svanias. Und noch eine Quest aufgepoppt. Super. So, was haltet Zwiesprache mit den geweihten Wölfen? Aha. Machen wir die Wölfe, die Söhne zwar nicht einfach mal kaputt, gucken wir, was passiert. Ich könnte am besten schnetzeln. Sieht doch mal gut aus. Aha. Verdammt. Keine Energie mehr zum Ausweichen. Und man investiert. Nee, das geht mal. Tatsache. Das ist ja wirklich voll. So. Dann kümmern wir uns mal darum, dass es nicht mehr so voll ist. Leichtrüstung, schwere Rüstung. Zu schwache Rüstung. Alte Rüstung. Crap. Crap, Crap. Kriegshorn. Crap, Crap. Crap, Suzette. Und alles weg. Sehr gut. Dann. Schnitzeln wir erstmal weiter. So, weg ist er. Sehr schön. Du kriegst mich niemals lebend. Nur ob das so gut ist, ist auch eine andere Frage. Aber ja klar, also wir Assassinen-Diebe sterben ja quasi dafür, dass wir hier, ne? Dibisieren dürfen. Eine Fackel. Ja, Fackeln wären, glaube ich, für einen Dieb echt unpraktisch. Seht ihr den Dieb denn mit der Fackel? Ja! Kommt, der weiß nicht, dass wir ihn sehen. Er denkt ja, als Dieb mit der Fackel rumlaufen zu können. Das können wir uns ja nicht antun. Triff mich nicht, du triffst mich nicht. Du hast doch getroffen. Menno. Hallo. Und fertig mit der Quest. Juhu. Ach, ein Fokus. Ist keine Fackel? Komische Sache. Ich dachte gerade, es ist eine Fackel. Nein, ich wollte hier hin. Ich wollte meine... mein Geld abholen. So, und jetzt gehen wir mal zum Händler und schauen wir mal, was wir da so kriegen. Grüß euch. Für Karam, Charisma. Aber erstmal verscherbeln. Wieso habe ich die Füße nicht verkauft? Die Geister der Wildnis empfangen euch. So, schon besser. Die Taschen sind mir egal. Das sind eh nur Vierertaschen. Was soll ich mit Vierertaschen? Soll ich mal angucken, wie sie kleiner werden oder so? Wahrscheinlich ja. Das wäre ja noch schöner. Und ich bin ja schon fast Level 10. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal dem weiter nachgehen. Was gibt es noch für Fertigkeitspunkte, die ich mal ausgeben könnte? Fallen sind immer schön. Dann haben wir noch Rolle mit Initiative. Trick. Oh, das ist gut. Täuschung. So macht man. Und noch einen. Kommt das da? Die nächsten sind mit 3. Dann kann ich mir mit meinem nächsten Level up mal. Da gibt es Initiative für. Gucken wir mal, was jetzt so bringt, der Skill. So.
War das nicht ein gekonnter Sprung? Boom. Wir haben Maulensk entdeckt. Klingt irgendwie russisch. Ja, das ist unsere russische Mine hier mit unseren Schaufeln und so. Praktisch. Ausweichen und dafür noch ordentlich Punkte kriegen. Das hier fällt mir. Big L, der Weiße. Weise. Hallo, Big L. Das war ja schon, sah ja schon fast gut aus. Ist das die Minentoilette? Oh, sie ist es. Naja, passt. Das könnte ein Schreibchen, Häuschen sein, aber irgendwie. Nehmen wir jetzt eine Toilette. Oh, eine Minute Abklingzeit hat das Ganze. Eine ganze Minute Abklingzeit. Ist ja mies. Eine Trophäe. Wow. Und er ist Schrot. Schrot ist er. Plopp. Und er weiß nicht, wie ihm geschehen ist. Haha, hab's kaputt gemacht. Eigentlich müsste jetzt Platz sein, wie hat das Rad getroffen? Stein mitnehmen? Und Feuer! Treffer! Und weg ist er. Als ob ich es sprengen würde, so schwarz wird das, oder irgendwie beschießen würde mit irgendwie so Schmauchspuren. Haha. Nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Friss das und das. Und dann warst du überfressen. Ha. Wie viel fehlt noch? Nicht viel auf jeden Fall. Wenn eine wesentliche Prozentanzeige wäre. Bei meinen Freunden habe ich eine Prozentanzeige. Wie viel dir noch fehlt, wenn die Leute in einer Gruppe bin hier. Jetzt bin ich auf jeden Fall fertig. Das ist doch schon mal super, ich bin Level 10. Dann würde ich sagen, reisen wir doch schon mal zu unserer Klassenquest hin, damit wir das dann in der nächsten Folge machen können. Und ich verabschiede mich hiermit und sage, bis dann, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!